Ein Waldstück im Essener Süden. Friedlich und idyllisch. Was kaum jemand ahnt, an dieser Brücke spielten über Jahre hinweg regelmäßig konspirative Szenen einer Spionagegeschichte. Ein Agent mit dem Decknamen Baron deponierte hier heimlich Informationen aus dem Krupp-Konzern für den Geheimdienst der DDR. Eine Ost-West-Agentengeschichte. Mitten im Ruhrgebiet. Die DDR gibt es seit mehr als 25 Jahren nicht mehr. Aber mit ihrer Spionage im Westen verbinden sich immer noch viele Geheimnisse. Dabei geht es um Geschichten, die ganz in der Nähe spielen und ganz häufig um Menschen aus Nordrhein-Westfalen, die hier für die Stasi spionierten. Getarnt, verborgen und immer mit einem Bein im Gefängnis. Die Region an Ruhr und Rhein, geografisch weit entfernt von der DDR, war offenbar für den Geheimdienst in Ost-Berlin von großem Interesse. Dass zwischen Fördertürmen und Industrieschloten jahrzehntelang Hunderte von Agenten im Einsatz waren, war lange Zeit kaum bekannt. So wie der Bergmann aus Bochum, der seine Kollegen ausspionierte und nach Feierabend scheinbar wahllos seine Heimatstadt fotografierte. Bilder, die in Ost-Berlin fleißig archiviert wurden. Der Geheimdienst der DDR interessierte sich für alles. Auch für das Bochumer Vergnügungsviertel. Oder der Gabelstaplerfahrer aus Gelsenkirchen, der Skizzen von Innenstädten anfertigte. Ein Viertel der Agenten des Ministeriums für Staatssicherheit im Westen arbeiteten und wohnten in Nordrhein-Westfalen. Warum? Dort war die Bundeshauptstadt, dort war viel Industrie, da konzentrierte sich wie in keinem anderen Bundesland der Bundesrepublik Deutschland die nachrichtendienstliche Power. Kaum ein Betrieb war vor der DDR-Spionage sicher. Die Agenten suchten nach wirtschaftlich nutzbaren Patenten, Konstruktionsplänen und technischen Innovationen. Alles im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit. Die meisten Spuren dieser Spionage sind verschwunden. Der Zorn der Demonstranten, die im Januar 1990 die Stasi-Zentrale in Ost-Berlin stürmten, richtete sich vor allem gegen die Bespitzelung in der DDR. Die Auslandsspionage, die dort auch ihren Sitz hatte, fand weniger Beachtung. Die Hauptverwaltung Aufklärung, kurz HVA, blieb unangetastet. Von hier aus wurde jahrzehntelang die DDR-Spionage im Westen gesteuert. Davor warnte in der Bundesrepublik der Verfassungsschutz schon seit den 50er Jahren. In aller Stille überziehen die Kommunisten unsere Wirtschaft, die Betriebe, Vereine und Organisationen mit einem Netz von getarnten und gut bezahlten Agenten. Das sind Menschen wie du und ich. Jedenfalls sehen sie so aus. Nicht, wie sich der kleine Moritz einen Kommunisten vorstellt, mit Schiebermütze, rotem Halstuch und geballter Faust. Nein, sie sehen aus wie biedere Bürger. Zu diesen biederen Bürgern gehörten auch Westdeutsche. Wer sich allerdings als Bundesbürger zur Spionage für die DDR anwerben ließ, musste quasi ein neues Leben anfangen. Nachdem ich mich für diese Tätigkeit entschieden hatte, bin ich sehr einsam geworden. Denn mir wurde zugleich gesagt, du musst dich von all deinen linken Freunden trennen. Man darf niemals Fehler machen, das bedeutet Stress. Man darf zum Beispiel nicht diese unglückliche Gabe haben, im Schlaf zu sprechen. Man beobachtet, man wird auch misstrauisch gegenüber Leuten, die plötzlich Kontakt zu einem aufnehmen. Ein Agent hat stets ein Doppelleben. Das bürgerliche Leben, das er nach außen zeigt, katholisch, in einer Verbindung oder in einer bestimmten Partei, und das andere Leben, das kommunistische Herz. Liebe Genossinnen und Genossen! Für die SED-Führung ist Spionage ein unentbehrlicher Teil des Kampfes im Kalten Krieg.
dass die Tschechisten der Deutschen Demokratischen Republik unter Führung der Partei der Arbeiterklasse auch künftig stets bereit sind, in jeder Situation die Absichten, Pläne und Aktionen des Feindes rechtzeitig aufzuklären und zu durchkreuzen. In der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin lagern zahllose Akten. Doch von der Hauptverwaltung Aufklärung sind nur Bruchstücke erhalten. Ihr hatte man bis Juni 1990 Zeit eingeräumt, sich selbst aufzulösen und ihre Unterlagen zu vernichten. Einer der wenigen ehemaligen Agenten, dessen Akten teilweise rekonstruiert werden konnten und der sich offen seiner Vergangenheit stellt, ist Jürgen Bernd Runge. Er hat knapp 10 Jahre für die DDR in Bonn spioniert. Ich wusste, dass ich immer mit einem Bein möglicherweise im Gefängnis war. Aber was das für meine Lebensexistenz generell bedeutet, das wusste ich nicht. Aber es war eine bewusste Entscheidung. Runge kommt aus Paderborn und beginnt Mitte der 60er Jahre sein Studium an der Freien Universität in Berlin. Dort wird er Vorsitzender des Ringes christdemokratischer Studenten, RCDS. Ein Kriterium. Wollen Sie, die eben diesen Sätzen der kritischen Universität applaudiert haben, die Freiheit von Forschung und Lehre abschaffen, dann ziehen Sie bitte aus dieser Universität aus. Die Proteste der Westberliner Studenten bringen sein konservatives Weltbild ins Wanken. Nach und nach nähert er sich den Positionen der Linken an. Es gab viele Gründe, auch an unserer Gesellschaft, den Zuständen zu zweifeln. Die Tatsache, dass die westlichen Regierungen und Demokratien beste Freunde und Verbündete waren mit den allen faschistischen Diktaturen dieser Welt. Die Franco-Diktatur, die Faschisten in Spanien, die griechische Diktatur in Griechenland, Militärdiktatur. Und dass es Befreiungsbewegungen waren, die von den Kommunisten unterstützt wurden. Dieser Gesinnungswandel bleibt nicht unbemerkt. Bei Besuchen in Ost-Berlin wird Jürgen Bernd Runge im Auftrag der DDR-Staatssicherheit angesprochen. Und er lässt sich als Agent anwerben. Der DDR-Geheimdienst will möglichst viele Westbürger für sich spionieren lassen. An westdeutschen Hochschulen suchen Werber nach jungen Nachwuchsagenten. Wenn man da jemand hatte, der tippen konnte, Empfehlungen abgeben konnte, wer interessant ist, wer möglicherweise die innere Stabilität, die Fingerfertigkeit, den Intellekt hat, so einen komplizierten Job wie Spionage zu machen, da war die Staatssicherheit natürlich sehr daran interessiert, solche Empfehlungen zu prüfen. Auch an der Universität Münster waren Agenten und Kontaktleute der Stasi im Einsatz. Hier forscht die Historikerin Sabine Kittel darüber, was Stasi-Spione an westdeutschen Hochschulen alles machten. Die Dokumente, die sie von der Stasi-Unterlagenbehörde erhalten hat, vermitteln einen Einblick in die Denkweise des Geheimdienstes. Man lebt in so einer Welt, die jede Information könnte interessant sein, jede Information könnte relevant sein, jede Information zeigt, der Feind lauert überall. Dabei ist sie auf die Unterlagen eines Bibliothekars gestoßen. Er hat jahrelang Forschungsarbeiten und Berichte an die Stasi weitergegeben. Anfang der 70er Jahre hatte er sich in eine Frau in Leipzig verliebt. Durch seine Agententätigkeit bekam er die Möglichkeit, oft und unauffällig in die DDR zu reisen. Er hat also ganz skurril im Auftrag der Stasi die verschiedenen Buchhandlungen in Münster inspiziert, um zu gucken, was gibt es dort für Literatur, wer geht dorthin. Gibt es möglicherweise den Bedarf nach einer neuen Buchhandlung, die dann die Stasi eröffnen würde, in der dann Studenten hinkommen und man könnte potenzielle Informanten dort gewinnen? In den frühen 70er Jahren sind hier, wie an fast allen Universitäten, viele linke Gruppierungen aktiv. Manche sympathisieren offen mit der DDR.
Zu dieser Zeit tritt der Student Peter Wolter in die Deutsche Kommunistische Partei DKP ein. War natürlich eine hochpolitische Periode damals. Der Weg zur Mensa war gepflastert von irgendwelchen politischen Informationsständen von den obskursten und abenteuerlichsten politischen Grüppchen. Und ja, dann eines Tages kam ich zum Ergebnis, die Welt muss geändert werden. Man ändert sie aber nicht, indem man Flugblätter verteilt. Also musst du was anderes machen. Wolter wechselt an die Freie Universität nach Berlin. Hier lebte sein Vater, bevor er 1933 als Kommunist vor den Nazis in die Schweiz fliehen musste. Seine Erzählungen haben mich natürlich sehr stark beeindruckt. Und irgendwann hatte sich bei mir der Gedanke festgesetzt, ich mache da weiter, wo mein Vater aufgehört hat. Und habe mich dann entschlossen, Kontakt zur Hauptverwaltung Aufklärung aufzunehmen. Der Plan geht auf. Zwar hat der DDR-Geheimdienst bei Bundesbürgern, die sich selbst als Agenten anbieten, höchste Sicherheitsbedenken. Doch bei mehreren Treffen an unauffälligen Orten gelingt es Wolter, das Vertrauen eines Mitarbeiters der DDR-Spionage zu gewinnen. Und er sagte, du, hör mal, da ist noch eine Erklärung. Du solltest das irgendwie schriftlich fixieren, dass wir zusammenarbeiten. Aber, sagte er, bevor du das unterschreibst, denk dran, für das, was du machst, kannst du in anderen Ländern eventuell die Todesstrafe bekommen. Und ich habe dann kurz überlegt und habe mir gesagt, warum soll ich denn in andere Länder fahren, wenn das so riskant ist? Und ich habe es unterschrieben. Besonders interessiert sich die Hauptverwaltung Aufklärung für angehende Journalisten. Dabei fällt ihr Blick auch auf die Kölner Journalistenschule. Hier beginnt 1970 Michael von Klippstein seine Ausbildung. Ich habe den Antikommunismus im Westen erlebt. Und alle Fasern meines Seins haben mir gesagt, das ist, ich weiß nicht genau, was nun stimmt oder nicht, aber das ist auch wieder ein willkommenes Vehikel, von eigenen Problemen abzulenken und immer den bösen Feind an die Wand zu malen. Geht doch nach drüben, da ist es ja noch schlimmer. 1973 ermöglicht ihm die Journalistenschule eine Recherchereise zu einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft bei Rostock. Das war mein erster DDR-Besuch und das war ein völlig unbekanntes Land, eine Terra Incognita für mich, die DDR. Wir sind dann von Rostock nach Warnemünde gefahren, wir sind in einem schönen Hotel untergebracht worden und sind dann von zwei Menschen aus der DDR, die mich auch später dann betreut haben, in Empfang genommen worden. Das waren die ersten DDR-Bürger, das waren die ersten Außerirdischen, die ich getroffen habe. Sie verwickeln Michael von Klippstein zunächst in unverfängliche Gespräche über die DDR. Ich weiß dann nur noch, dass sie dann gesagt haben, mit ihnen kann man ja reden, sie sind ja nicht so in Klischees und Vorurteilen behaftet. Und wir haben jetzt, Zufall will es, in ein paar Monaten die Weltjugendfestspiele in Berlin. Und haben Sie nicht Lust, einfach da mal die Gastfreundlichkeit unseres Landes kennenzulernen? Kommen Sie doch mal nach Berlin. Die Weltjugendfestspiele finden in unregelmäßigen Abständen, meist in Ländern des Ostblocks statt. Und 1973 in Ost-Berlin. Die perfekte Bühne, um Jugendliche von den Vorzügen des DDR-Systems zu überzeugen. Das war ja sozusagen Multikulti-DDR, wenn man so will. Da war ja unheimlich was los. Es waren ja tausende von Veranstaltungen aus aller Herren Länder, waren Menschen da. Das war eigentlich eine Party-DDR. Auch Jürgen Bernd Runge fährt 1973 nach Ost-Berlin. Ich habe während der Zeit der Weltfestspiele in Ost-Berlin eine offene DDR erlebt. Die haben ja ein Theater gespielt. Wir konnten mit den Jugendlichen da offen diskutieren. Das war ein unheimliches, solidarisches, gemeinschaftliches Erlebnis, das mit dem nichts zu tun hatte, was als Bild von der DDR hier im Westen vermittelt wurde.
Jetzt ist er als Agent der DDR registriert. Bald darauf zieht Runge nach Bonn. Er wird Bundesgeschäftsführer des Jugendverbands der FDP, der Jungdemokraten. Hier hat er direkten Einblick in die Bundespolitik. Er leitet interne Papiere der FDP nach Ost-Berlin weiter, schreibt Berichte, bespricht Tonbänder. Ich wusste, dass ich mich strafbar machte, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Unrechtsbewusstsein. Ich hatte natürlich auch in der ersten Zeit und in den ersten Jahren gab es immer auch Angst, entdeckt zu werden. Regelmäßig fährt er von Bonn nach Ost-Berlin, um die Unterlagen seinen Führungsoffizieren zu übergeben. Am Grenzübergang Friedrichstraße wird er bevorzugt behandelt. Ich habe einen Personalausweisumschlag bekommen, also eine Ausweishülle. Und dann hatte ich die Hälfte von einer Zigarettenschachtel. Und dann war hinterlegt von meinem Führungsoffizier am Übergang die andere Hälfte. Und wenn dann der Grenzer das sah, dann hat er die andere Hälfte aus seinem Kästchen geholt und gesagt, das ist der, und hat mich passieren lassen. Das sah für Dritte wie eine normale Abfertigung aus, war aber keine. Währenddessen wird der Kölner Journalistenschüler Michael von Klippstein von seinen Begleitern weiter umworben. Dann haben diese beiden Betreuer gesagt, ja, wollen Sie denn auch mal den Alltag der DDR kennenlernen? Also nicht nur Feier, die Gastfreundschaft haben Sie ja nun kennengelernt. Da habe ich gesagt, wann hat man denn diese Chance schon mal? Das ist ja nicht nur mal so reingucken, ein paar bunte Bilder, sondern man kann ja wirklich mal ins Eingemachte gehen. Und da war natürlich eine gewisse Eitelkeit sicherlich auch, dass man da auserwählt ist. Ja. Damit er die ganze DDR bereisen kann, unterschreibt er sogar einen gefälschten Ausweis. Ich habe das da nicht mit Absichten, irgendwelche Agententätigkeiten für die zu machen, verbunden gesehen, sondern ich habe schon gemerkt, das sind Leute, die wollen eben, dass ihr Land in einem guten Licht in der Westpresse dargestellt wird. Die Stasi dagegen hat von Klippstein bereits als künftigen Agenten registriert. Seine Betreuer führen ihn an die schönsten Orte der DDR. Bei einem Aufenthalt auf Rügen wird ihm langsam klar, worum es ihnen tatsächlich geht. Also sie sagten, wissen Sie, wir brauchen Leute im Westen, die an wichtiger Stelle im Apparat, in den Parteien, in den Machtetagen sind und uns rechtzeitig warnen, wenn ein Angriffskrieg gegen die DDR oder gegen den Kommunismus oder Sozialismus geplant wird. Das ist die einzige Möglichkeit, in diesen aufgeputschten Zeiten den Weltfrieden zu retten. Abends im Hotel werden sie deutlicher. Sie haben auch gesagt, und zwar sehr konkret, wie Sie sich meinen Weg vorstellen. Ich war Parteimitglied in der SPD, aber eine Karteileiche. Und Ihre Vorstellung war, ich soll in der SPD Karriere machen. Und gleichzeitig ist ja immer gut, einen Doktortitel zu haben. Du musst uns das Doktorthema nennen, über das du promovieren willst. Und wir haben in Berlin genügend Leute, die das relativ schnell für dich machen. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr in einem unverbindlichen Journalisten-Tät-à-Tät, sondern die scheuen keine Mittel noch Leute, um mich da voll irgendwie in die Agentenkiste reinzubekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich irgendwie, ich kann das nicht alles so weiter aufschieben, jetzt muss ich irgendeine Entscheidung treffen. Er beschließt, den Kontakt mit Ost-Berlin zu beenden. ...1974 wird die DDR-Spionage in der Bundesrepublik in die Schlagzeilen katapultiert. Günter Guillaume, persönlicher Referent von Bundeskanzler Willy Brandt, wird als Agent enttarnt. Guillaume war in den 50er Jahren in den Westen übergesiedelt und in der SPD aufgestiegen. Dieser Verrat ist einer der Gründe für den Rücktritt Brandts. Zu dieser Zeit ist die Stasi in der Bundeshauptstadt auch auf ganz anderen Ebenen aktiv. Es gab 20.000 Sekretärinnen allein in den Ministerien. Und Bonn war ja
eine kleine Stadt. Und die Sekretärinnen, die lebten verhältnismäßig einsam. Es gab viel mehr ledige Frauen als ledige Männer in Bonn. Solche Frauen sind die ideale Zielscheibe für die sogenannten Romeos. Gut aussehende Agenten, die aus Ost-Berlin nach Bonn geschickt werden. Und die Frauen, die darauf reingefallen sind, die waren alle in einer bestimmten Lebenssituation. Sie waren alleine oder sie hatten zu Hause Schwierigkeiten oder waren auch bei der Arbeit nicht glücklich. Und daraufhin wurde jemand auf sie angesetzt. Es gab Szenen in Bonn, wo die Sekretärinnen, wenn sie aus den Ministerien rausgingen, ins Laufen kamen, weil sie von irgendwelchen Männern angesprochen worden sind und sie gewarnt worden sind, es könnte passieren, wenn sie das Büro verlassen, dass so ein Agent auf sie wartet. Kein harmloses Abenteuer. In rund 40 Fällen entwickelt sich eine echte Agentengeschichte. Die Sekretärinnen geben vertrauliche Dokumente an ihre Liebhaber weiter und werden so zu Informantinnen der DDR. Oft ungewollt. Auch Abgeordnete des Deutschen Bundestags sind für die Stasi interessant. Das Wort hat der Abgeordnete Schanz. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Der Oberhausener SPD-Abgeordnete Dieter Schanz wird lange Zeit von der Stasi ohne sein Wissen benutzt. Das erfährt er erst viele Jahre nach der Wende. Ich besuchte meinen Sohn kurz vor Weihnachten in Oberhausen. Und irgendwann sagt der Papa, da ist noch ein Haufen Post für dich gekommen. Es war so ein Stapel. Und ein Paket war etwas dicker als die anderen. Und dann machte ich es auf. Und da war ich natürlich erst mal perplex. Nicht? Aus der Post von der Stasi-Unterlagenbehörde erfährt er, dass die Stasi unter seinem Namen einen Agenten in den Westen reisen ließ. Mit diesem absolut echt wirkenden Ausweis. Und der ist so gut gefälscht, nicht, dass ich selbst einen Schreck bekommen habe. Und meine Unterschrift natürlich auch total gefälscht, nur dass ein anderes Bild drin war. Eine mögliche Erklärung dafür? Schanz flüchtete Mitte der 50er Jahre aus der DDR in den Westen. Später besuchte er mehrfach seinen Bruder in der DDR. Bei einem der Grenzübertritte kopierten die Beamten dann wohl heimlich seinen Ausweis. Mit seiner Identität reiste ein DDR-Agent jahrelang in die Bundesrepublik, um Industriebetriebe auszuspionieren. Auch in Nordrhein-Westfalen. Ohne dass Dieter Schanz etwas davon ahnte. Also zunächst einmal war ich aufgeregt. Im zweiten Moment sehr betroffen und auch verängstigt. So nach dem Motto, was hätte mir passieren können in der Zeit, als ich Abgeordneter war. Die Realität wäre ja gewesen, die Schlagzeile SPD-Bundestagsabgeordneter Stasi-Agent. Das wäre ja die erste Meldung gewesen. Und 4 Tage später wäre auf der 6., 7. Seite eine kleine Rubrik gekommen. Ist nicht so. Der Mann ist ein Opfer und kein Täter. Neben dem politischen Bonn ist das Ruhrgebiet ein besonders wichtiges Ziel der Stasi. 1978 bekommt der Westagent Peter Wolter eine Stelle bei einer Nachrichtenagentur in Essen. In einer Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs. Also Kohle natürlich, das war immer das Thema. Nicht? Es gab ja immer Stoff. Und dann vor allem der Strukturwandel, da wurde eine Zeche nach der anderen dicht gemacht. Es gab Streiks. Also da habe ich richtiges Handwerk gelernt bei dpa in Essen. Von seinen Stasi-Führungsoffizieren wird er währenddessen mit den Grundsätzen der geheimdienstlichen Arbeit vertraut gemacht. Auch mit dem Agentenfunk, über den er verschlüsselte Botschaften aus Ost-Berlin empfängt. Achtung, 7729. Montag 10 Uhr abends war immer der Sendetermin. Ich musste immer gucken, dass ich dann meine Frau irgendwo anders hinschickte. Die musste das ja nicht mitkriegen. Es wurden dann mit dieser monotonen Stimme wurden dann die 5er-Gruppen verlesen. 1, 5, 9, 0, 9 und so weiter. Dann habe ich sofort die Unterlagen vernichtet. Natürlich immer dran gedacht, sofort die Frequenz beim Radio zu verdrehen. Auch
andere Westagenten der DDR erhalten per Funk ihre Instruktionen von der Stasi. Sie spionieren in Chemie- und Stahlwerken, in Betrieben der Energieversorgung und Mikroelektronik. Mit ihren Informationen versorgen sie die ostdeutsche Industrie. Die DDR-Wirtschaft hatte nicht so einen Drive entwickelt, um an der Weltspitze mitzuwirken, sondern wirkte etwas abgehängt. Die Industrie der DDR ist vom Warenverkehr und großen Teilen der Forschung aus dem Westen abgeschnitten. Um an die neuesten Technologien zu gelangen, geht sie andere Wege. Gerade das Ruhrgebiet war so eine Art Quellekatalog für die Staatssicherheit. Irgendein Kombinat brauchte ein bestimmtes Muster, Verfahren oder Patent, bestellte es bei der Hauptverwaltung Aufklärung und die musste natürlich auch die entsprechenden Partner in den verschiedenen Konzernen haben, die das dann pflichtgemäß schnell ablieferten. Ende der 70er Jahre zieht Peter Wolter nach Bonn. Durch seine Arbeit bei verschiedenen Nachrichtenagenturen bekommt er einen direkten Draht zu den Schaltstellen der Bundespolitik. Unter dem Decknamen Pirol leitet er seine Informationen nach Ost-Berlin weiter. Dann kam dazu, dass mir plötzlich einfiel, dass ein Onkel von mir beim Verfassungsschutz arbeitete. Und er war Leiter der Sprachenabteilung. Und da lief natürlich der gesamte Schriftverkehr mit den anderen Geheimdiensten der NATO durch. Ja, dann bin ich hingefahren und habe mit ihm geredet. Und habe über seine Arbeit geredet. Und es waren schon eine Menge interessante Informationen dabei, die ich dann gleich natürlich nach Berlin weitergeliefert habe. Und dann wurde beschlossen, an der Stelle aber nur weiter. Diese Informationen sind tatsächlich brisant. Nur wenigen Westagenten gelingt es, echte Geheimnisse aus Politik, Wirtschaft oder Militär an die Stasi zu liefern. Sie alle sind davon überzeugt, mit ihrer Tätigkeit den Frieden zu sichern. Dafür bringen sie erhebliche persönliche Opfer. Du musst unangreifbar sein. Und ich konnte mit niemandem hier im Westen über das reden, was ich tat. Natürlich hat mich das innerlich beschäftigt alles. Und es wurde auch so zur zweiten Natur immer wieder der schnelle Blick in den Rückspiegel. Dieses ständige sich selbst kontrollieren, ob man ein Gesicht doppelt sieht, ob man beschattet wird, ist Stress. Richtiger Stress. Mit der Zeit bekommt man auch so ein fotografisches Gedächtnis dafür und sagt sich, Mensch, scheiße, du hast auf der Autobahn bei Münster hast du dieses Auto gesehen und jetzt in Hamburg ist es schon wieder da. Peter Wolters Agententätigkeit führt ihn regelmäßig zum Kölner Hauptbahnhof. Jeden Abend macht hier der Paris-Moskau-Express Halt. Ein ideales Transportmittel für geheime Dokumente. Das Versteck war dann in der Toilette. Unter dem Waschtisch. Ich hatte einen Kaugummi im Mund, das ich dann platt gekaut habe und einmal so wie eine Dichtungsmasse um den Ausguss des Wasserhahns gelegt habe. Und dazu kam dann noch ein winzig kleiner Bleistiftstrich unter dem Seifenspender. Das waren die Belegzeichen. Ganze 4 Minuten hat er Zeit, um die brisanten Filmrollen auf der Zugtoilette zu deponieren und wieder auszusteigen. Dann fährt die geheime Fracht unbeachtet von Köln in Richtung Osten. Und jeden Morgen, wenn der Express Paris-Moskau in Berlin ankam, ging ein Trupp von der HVA durch den Zug und guckte wahrscheinlich nicht nur nach meinem Versteck. In der Regel hatte ich am selben Abend über Funk die Bestätigung, Material angekommen, gut lesbar, diesen oder jenen Aspekt möglichst noch vertiefen oder sowas. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Dann ein Schock für alle Westagenten. Der Spionageabwehr der Bundesrepublik ist offenbar ein Schlag gegen den DDR-Geheimdienst gelungen. Bis zum Abend sollen 5 mutmaßliche Agenten festgenommen worden sein. Zu den Verhaftungen kam es nach der Flucht eines Offiziers des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Der Oberleutnant hatte sich in der vergangenen Nacht nach West-Berlin abgesetzt. Der Überläufer Werner Stiller war jahrelang in der Abteilung Wissenschaft und Technik der Hauptverwaltung Aufklärung tätig. Er hat zahlreiche geheime Mikrofilme und Unterlagen aus dem Bereich der Atomspionage dabei. Mithilfe dieser Unterlagen können mehr als 50 Stasi-Agenten in der Bundesrepublik enttarnt werden. Kurz darauf in einer Bochumer Wohnung.
Bei uns wurde ständig angerufen. Meine Mutter ist reingegangen und dann hat sich keiner gemeldet. Hier lebt ein DDR-Agent mit Decknamen Bronze. Ein Bergarbeitersohn aus Herne, mittlerweile in leitender Stellung beim RWE in Essen. Die anonymen Anrufe gelten ihm. Aber mein Vater war ja nie da. Er hatte ja so unglaublich viele Funktionen gehabt. Und diese Anrufe haben ihn warnen wollen. Wenige Tage später in Bensberg bei Köln. Hier residiert die Firma Interatom. Sie ist maßgeblich an der Entwicklung des schnellen Brüters in Kalka beteiligt. An einem Freitagnachmittag erhält die Geschäftsführung überraschend Besuch von zwei Beamten des Bundeskriminalamtes. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, es müsse also ein Spion relativ hoch angesiedelt, weil er also Sachen rübergegeben hat, die eigentlich der normale Mitarbeiter nicht mitkriegte. Und da wollten sie jetzt das Wochenende benutzen und wollten bei uns in die Personalakten einsteigen. Und am Montagmorgen haben sie dann wieder bei mir gemeldet und haben mitgeteilt, sie wüssten jetzt wohl, wer der Betroffene bei Interatom sei. Und den würden sie gerne sprechen. Es ist ein Mitarbeiter, den die Stasi jahrelang unter dem Decknamen Schneider geführt hat. Leiter einer Entwicklungsabteilung des schnellen Brüters. Ich habe also angerufen und von seiner Sekretärin dann gesagt bekommen, er sei im Ruhrgebiet bei seiner Schwiegermutter. Die habe einen Schlaganfall oder so etwas bekommen. Er käme aber im Laufe des Montags wieder und wäre dann am nächsten Morgen verfügbar zu einem Gespräch mit der Geschäftsführung. Naja, das war dann nicht mehr so, sondern stattdessen wurde dann festgestellt, er war nicht mehr da. Agent Schneider hat sich in letzter Minute mit seiner Frau und den zwei Kindern auf den Weg in die DDR gemacht. Von dort wird er direkt nach Moskau weitergeleitet. War das schon etwas so Einmaliges, dass die Leute auch sagten, oh Gott, ja, was ist denn in den Gefahren? Also geheim war der schnelle Brüter nicht. Und deshalb ist es auch so unverständlich für mich. Was sollte das? Die konnten doch das, was sie bei ihm da rausholten, konnten sie doch in der Zeitung lesen. Und Zeitschriften, also Fachzeitungen. Spion Schneider ist rechtzeitig geflüchtet. Agent Bronze hingegen wird verhaftet und zu 2 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Wegen Spionage bei der nordrhein-westfälischen CDU und im Bereich der Kernenergieforschung. Mein Vater hätte genug Zeit gehabt, sich in die DDR abzusetzen. Weil der Übertritt erfolgt ja am 18. oder 19. Januar und erst 10 Tage später erfolgte dann die Verhaftung meines Vaters. Er hätte genug Zeit gehabt. Und daran sieht man doch, dass er leichtsinnig geworden ist mit der Zeit. War natürlich für ihn von Nachteil, dass bei ihm eine Telefonnummer gefunden wurde. Und diese Telefonnummer stellte sich dann als Nummer des Ministeriums der Stadtsicherheit dann heraus. Also, damit war er dann schon so gut wie überführt. Das war nicht sehr professionell, nein. Erst viele Jahre später erfährt Nicole Glocke, dass ihr Vater in Ost-Berlin eine konspirative Wohnung hatte, in der er sich regelmäßig mit seinen Führungsoffizieren traf. Seine Enttarnung natürlich war für ihn die Katastrophe, für uns als Familie natürlich auch. Es war ein tiefer Fall. Er war ja dabei, Karriere zu machen in jedem Bereich. Und das war dann, er hat alles verspielt. Die meisten Agenten verheimlichen ihre Tätigkeit vor ihrer Familie. Und sorgen damit für psychische Belastungen. Die Achillesferse sämtlicher nachrichtendienstlicher Arbeit sind die Kinder. Die Eltern widmen sich natürlich ihren Kindern. Sind sie Agenten, müssen sie die Kinder schon so formen, dass sie gut in der bürgerlichen Gesellschaft integriert sind, ohne auch nur einen Hauch zu ahnen, welche andere Welt bei den Eltern vorhanden ist. Platzt das nun auf,
wird das öffentlich, entsteht nahezu in allen Familien bei den Kindern eine Krise. Wer ist mein Vater? Auch Peter Wolter hält das Doppelleben vor seiner Familie geheim. Dabei setzt er seine ganze Existenz aufs Spiel. Ich wusste, es hängt von mir ab, ob was passiert. Wenn ich einen Fehler mache, dann geht das ganz böse aus. Besonders riskant sind die Treffen mit seinem Kontaktmann, der die Unterlagen in die DDR weiterleitet. Bei einer solchen Gelegenheit entgeht er nur knapp der Enttarnung. Wir hatten das Treffen verabredet um 1 Uhr in Euskirchen. Gerd erschien nicht zum Treffpunkt. Wir hatten einen Ersatztreff 1 Stunde später in Köln vorm Schauspielhaus. Ich ins Auto gesetzt, rübergebrettert. Kein Gerd zu sehen. Ich musste zur Schicht und kaum bin ich im Büro, kommt ein Fernschreiben an von der Bundesanwaltschaft. Ein gewisser sowieso ist festgenommen worden wegen Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit zugunsten der DDR. Der Vorname stimmte und ich dachte, Mensch, hoppla, das ist mein Mann. Peter Wolter muss die Agenturmeldung über die Festnahme seines eigenen Stasi-Kontaktmanns schreiben. Ich habe mich erstmal mit Kopfschmerz krank gemeldet. Bin nach Hause gefahren, habe das Chiffrematerial vernichtet, das Radio noch mal kontrolliert, dass es nicht zufällig auf der MFS-Frequenz eingestellt ist. Also alles noch mal verstellt und habe mir gedacht, naja, dann bin ich immer gespannt, was da kommt. Und es kam nichts. Eine Nervenprobe, der nicht jeder gewachsen ist. Jürgen Bernd Runge ist inzwischen in Bonn wissenschaftlicher Mitarbeiter des FDP-Politikers William Born geworden. Was haben wir zu besprechen? Einen weiteren Artikel des Bayern. Dass Borm selbst als Agent für die DDR-Staatssicherheit arbeitet, weiß er nicht. Runge fühlt sich durch sein Doppelleben zunehmend belastet. Langsam reift in ihm der Entschluss, seine Spionagetätigkeit zu beenden. Ich wollte mich bekennen können zu dem, was ich bin, mich nicht mehr verstellen. Und dann habe ich diese Phase der Arbeit für die DDR als eine verlorene Zeit verstanden. Er teilt diese Entscheidung seinen Führungsoffizieren in Ost-Berlin mit. Es ist von dem Moment an bis zum Ende ist ein Psychologe zu dem Team hinzugekommen, der mich stabilisieren sollte. Das ist wie eine Religion. Versucht man da rauszukommen, ist es eine Art Konvertitenstatus. Das ist eine schwierige Sache. Dieser Prozess hat sich über 2 Jahre hingezogen, bis ich ihn dann den Schritt vollzogen habe und er wurde respektiert. Man hat zu keinem Zeitpunkt Druck auf mich ausgeübt. In anderen Fällen wird ein Ausstieg nicht so einfach akzeptiert. Auch Michael von Klippstein bleibt noch lange im Visier der Stasi. Seine Absage beim letzten Treffen in Ost-Berlin ist genau registriert worden. Sie haben dann gesagt, ja gut, das ist deine freie Entscheidung, kann man nichts machen, aber kann es sein, dass du dir das vielleicht noch mal überlegst? Und man will ja raus, man will ja schnell nach Hause. Na ja, klar, man weiß ja nicht, was in 10 Jahren ist, habe ich dann einfach so gesagt. Ich hätte auch sagen können, in 5 oder in 20 Jahren. Und wirklich, ja, fast genau 10 Jahre später war ich an der Universität Berlin wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da bekam ich plötzlich einen Anruf auf den Universitätsapparat hier aus Walter. Na Walter, Walter aus dem Osten, du hast doch gesagt, nach 10 Jahren willst du mal wieder dir das überlegen. Ah ja, Walter, grüß dich. Ich bin West-Berlin, können wir uns nicht sehen? Ja, natürlich können wir uns sehen. Und dann habe ich den dann halt getroffen in West-Berlin. Und dann hat der gesagt, ja, also, wie ist es denn nun? Hast du es dir anders überlegt? Habe ich gedacht, minutiöse Genauigkeit der Bearbeitung eines Menschen. Ja, dass man dann sagt, nun mal so locker, naja, in 10 Jahren ist das vielleicht anders. Und genau nach 10 Jahren wird die Akte wieder vorgelegt. Und dann habe ich dem aber gesagt, nee, das kommt für mich also wirklich nicht mehr in Frage. Dann ist er auch wieder abgezogen. Und dann habe ich von denen allen nichts mehr gehört. Nach der Wende erfährt er, dass der Leiter seiner Kölner Journalistenschule mit der Stasi in Verbindung stand.
Mit dem Mauerfall und dem Ende der DDR lösen sich auch manche Träume von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung in Luft auf. Dann habe ich nach 1989 in den Spiegel geguckt und habe gesagt, für mich war die DDR ein unbekanntes Wesen. Ich habe fast nichts darüber gewusst. Also es ist verrückt, für die DDR tätig gewesen zu sein, die sogar als den potenziell besseren deutschen Staat anzusehen und hinterher einsehen zu müssen, ich habe ja gar nicht diese DDR gekannt. Anfang der 90er Jahre kommen viele Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung vor Gericht. Auch der langjährige Leiter Markus Wolf. Doch die Führungsoffiziere aus der DDR bleiben schließlich straffrei. Verurteilt werden nur Agenten, die im Westen tätig waren. Auch einige der Bonner Sekretärinnen, die zu Romeo-Opfern wurden, kommen nun vor Gericht. Sie waren alle deprimiert, haben bereut. Ich glaube, auch die meisten haben es erst durch das Verfahren auch richtig verinnerlicht, was sie eigentlich getan haben. Sie haben alle noch erkennen lassen, in welche Depressionen sie die ganze Geschichte gestürzt hatte. Sie waren unglücklich. Viele haben geweint, haben sich geschämt. Jürgen Bernd Runge wird 1991 verraten und enttarnt. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wird wegen Verjährung eingestellt. Seitdem bemüht er sich, mit seiner Geschichte ins Reine zu kommen. Die entscheidende Frage war und ist für mich, warum ich so irren konnte. Ich habe mich tatsächlich für ein totalitäres, diktatorisches Regime eingesetzt. Wenn auch die Motive redlich waren, aber dieser Irrtum wiegt schwer und er ist damit verbunden gewesen, schuldig geworden zu sein. Auch an den Menschen, über die ich berichtet habe. An deren Vertrauen habe ich missbraucht. Auch Peter Wolter wird verraten und zu 2 Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Ich bin Kommunist und ich bleibe Kommunist. Ich war ein kleines Rädchen in der gesamten Aufklärungsmaschinerie. Aber ich glaube, es war notwendig. Und ich würde es auch wieder tun. Und das Einzige, was ich bereue, danach werde ich natürlich auch immer gefragt, man hat ja zu bereuen, ich bereue nicht. Ich denke nicht dran. Und das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht noch effektiver gearbeitet habe. Agent Bronze stirbt im Jahr 2011. Und er hat ja kurz vor seinem Tod, da hat er schon selbstkritisch schon gesagt, dass sich seine Spionagetätigkeit nicht gelohnt habe. Und er hätte das nicht gemacht, wenn er gewusst hätte, wie autoritär die DDR gewesen wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, das hätte man auch früher wissen können. Die Hauptverwaltung Aufklärung hat ihre Unterlagen fast komplett vernichten können. Viele Agentengeschichten im Westen werden wohl für immer unerzählt bleiben.